Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich werde natürlich diese beiden Fragen nicht alle beide gleichermaßen gründlich erörtern können, wahrscheinlich nur anreißen können. Und ich habe jetzt auch beim Zuhören gemerkt, das ist durchaus anschlussfähig und es ist mir durchaus auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich mich hier nicht mit einem Mainstream auseinandersetzen muss, sondern ja gesagt wurde, es sind ähnliche Ansätze, die heutzutage in den fortgeschrittenen Diskussionen immer wieder aufgegriffen werden. Und es sind trotzdem auch ein paar andere Akzente. Ah, da bin ich. Ich habe mal meinen Hund mitgebracht. Das ist immer gut, wenn man mit etwas Anschaulichem beginnt. Warum habe ich das getan? Weil ich auf Gregory Bateson zurückgehe, einem amerikanischen Systemtheoretiker, der mal uns daran erinnert hat, dass wir gleichzeitig immer in zwei Welten leben. Wir leben zum einen in der Welt des Steines, sagt er. Wir können einen Stein treten und relativ exakt vorherbestimmen, wo der landen wird, wenn wir die Parameter kennen. Wir können aber nicht einen Hund treten, weil da kann es sein, und bestimmen, in welche Richtung er fliegt, weil es da sein kann, dass der Hund sich umdreht und uns in den Fuß beißt. Kenner unter Ihnen wissen, das ist der Unterschied zwischen Natur- und Sozialwissenschaften. Wir sind immer wieder verführt, in den Sozialwissenschaften uns dann doch so steinepädagogisch zu verhalten. Und das wird Ihnen ganz deutlich, wenn ich Sie zum Beispiel frage, wer hat schon mal erfolgreich ein Kind erzogen hier im Raum? Manchmal melden sich Leute, die bestelle ich dann in meine Sprechstunde, ja. Ich hätte auch fragen können, wer von Ihnen hat schon mal erfolgreich seine Partnerin verändert? Ja? Oder den Partner? Und da wird es deutlich, wir sind vor allen Dingen in der Pädagogik, ich werde das nicht im Einzelnen ausführen, sind wir immer noch sehr stark in der Vorstellung drin, wir müssen nur den Input besonders gut aufsetzen, die Unterrichtsvorbereitung, die Vorlesung, die Modulhandbücher, die Akkreditierung und was auch immer. Und damit haben wir sozusagen gewährleistet, dass das, was hinten rauskommt, das ist, was wir auch brauchen und was wir erwarten. Es ist ein großer Prozess im Gange, der unter anderem von der EU-Kommission in der Bildungspolitik getrieben wird. Der wird immer als Bologna-Prozess kritisiert, zu Unrecht. Das hinterlasse ich mal so als Duftmarke. Und da wird deutlich, dass wir mehr und mehr lernen, in Europa auf den Outcome zu gucken. Wir schauen darauf, was die Menschen tatsächlich können. Das ist der wichtige Anknüpfungspunkt für Personalentwicklung, auch für Führungskräfte. Und wir schauen in einer Weise darauf, was Menschen können, dass wir auch erkennen, was die können, obwohl sie es gar nicht können dürften. Es gibt Menschen, die können was, obwohl sie es nicht können dürften. Mein Lieblingsbeispiel, um das anschaulich zu machen, ist immer Joschka Fischer, deutscher Außenminister. Ja? Der weiß gar nicht, dass ich ihn so oft zitiere. Was hat er gelernt? In der Pfalz würde man sagen, ein Nix. Nix, ne? Der hat alles abgebrochen. Und heute verstehen wir, dass wir die Bildungsinstitution, dass wir die Institutionalisierung von Bildung und Kompetenzentwicklung überschätzen. Vor Jahren gab es eine Untersuchung von Livingstone und anderen, die haben uns alle erschüttert, vor allen Dingen die Bildungsinstitutionen, die Universitäten. Er hat herausgefunden, dass erwachsene Menschen 80% ihrer Kompetenz außerhalb und unabhängig von Schulen erworben haben, von Institutionen. Pestalozzi hat das immer schon gewusst, er hat gesagt, das Leben bildet. Gut, es ist eine Mordsanstrengung erforderlich gewesen, um zu solchen Schritten zu kommen, wie wir sie in Kaiserslautern, in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern auch haben. Wir lassen Menschen zu Masterprogrammen, die keinen Bachelor haben, weil wir ihre Kompetenzen prüfen. Interessanterweise, die erste Gruppe, die wir geprüft haben, waren Bildungsexperten aus Eritrea vor etwa 5 Jahren. Von daher kenne ich die Situation in Eritrea ganz gut. Für viele meiner Kollegen ist das Abendland untergegangen mit dieser Öffnung der Hochschulen. Ja, die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Man muss doch wissen, wo, in welcher Institution ist der gewesen, was hat er da gelernt und welche Prüfung hat er erfolgreich bestanden. Und die EU-Bildungskommission ist revolutionär. Die sagt, wir brauchen ein Bildungssystem, was sich an den Kompetenzen orientiert. Ich werde Ihnen gleich sagen, was Kompetenz ist. Wo wir nüchtern darauf gucken, was jemand kann und nicht. Wo wir prüfen, wie lange hat er es in welcher Schule ausgehalten und was hat er dabei gelernt. Zumal die Hirnforscher uns auch immer wieder überraschen, die wurden ja auch zitiert, mit interessanten Ergebnissen. Der Hirnforscher Spitzer, das ist unser Talkshow-Hirnforscher, ja, den finden Sie in den Talkshows, der hat herausgefunden,
dass bayerische Schülergehirne mit der Zeit Folgendes lernen. Sie lernen, dass zwischen 8 Uhr morgens und 13 Uhr mittags das Gehirn in eine Art Sleep-Modus verfallen kann. Und ab 13 Uhr ist der Mensch wieder in dem Zustand, in dem der Mensch eigentlich immer ist. Was bedeutet Menschsein? Die Anthropologen sind sich einig. Die sagen, der Mensch ist das lernende Tier. Der Mensch ist lernfähig. Wie kommen wir eigentlich darauf, uns vorzustellen, der Mensch braucht, um gut lernen zu können, eine Institution oder er braucht einen Lehrer? Das ist ein altes Denken. Selbstgesteuertes Lernen, Begleitung, Anregung von Lernprozessen allenthalben, das ist das, was mehr und mehr Raum gewinnt. Und ich sage das auch deshalb, weil ich in Kaiserslautern seit mehreren Jahren haben wir eine Distance Learning Unit aufgebaut an einer Präsenzuniversität. Wir sind Dual- oder Multimode aufgestellt. Wir haben auch E-Learning-Angebote. Wir coachen, begleiten 65.000 Studierende aus Rheinland-Pfalz. Und sehr zur Nervosität meiner Universität haben wir mittlerweile mehr Masterstudierende in den Self-Directed Learning-Programmen drin als die gesamte Universität. Ich habe dem Kollegen gesagt, das macht mich nicht nur beliebt. Aber es ist eine Transformation hin zum Richtigen, nämlich zum kompetenzorientierten Gestalten von Entwicklungsprozessen. Also das Thema, was immer im Hintergrund ist, das klang hier auch durch. Ein Modell zu haben ist schön. Ja, da ist mir Bertolt Brecht eingefallen. Der hat mal gesagt, nun mach mal einen Plan und sei ein großer Wicht, dann mach noch einen anderen Plan, gehen tun sie beide nicht. Ja? Also wir brauchen irgendwie außerhalb von diesem Modell, da bin ich ja auch sehr bei Ihnen, das wissenschaftliche Denken ist das Einzige, was wir so haben an weiterführenden Fähigkeiten. Brauchen wir aber noch, müssen wir noch die Frage klären, wie transformiert sich denn das in der Persönlichkeit? Wie verankert sich denn das in der Person? Weil die Menschen haben eine unangenehme Eigenschaft, die wollen so bleiben, wie sie sind. Ja? Und sie wissen ja, was die Werbung dann sagt, du darfst. Ja, ich habe also drei Punkte mitgebracht. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie wir das im Einzelnen hier erörtern. Kann man auch zurückschalten? Können Sie zurückschalten? Haben Sie den Generalschlüssel? Das war jetzt zu weit zurückgestellt. So. Jetzt mal die drei Punkte vielleicht auf. Ja, genau. Der erste Punkt, der uns bewegt, ist Persönlichkeiten fördern. Ich werde in die Richtung gehen, Ihnen deutlich zu machen, das Einzige, was von Konstanz und von Wichtigkeit ist, ist die Persönlichkeitsförderung. Ich kann das nicht im Einzelnen ausführen. Sie kennen das auch, diese exponentiellen Steigerungen, wo Wissensbestände sich verändern. Da neigen wir immer dazu, zu sagen, okay, das ist nicht so schlimm, Hauptsache ist, du hast was Gescheites gelernt, auch wenn du es nachher nicht brauchen kannst. Mit dieser Art von Lüge hat man mich gezwungen, Latein und Griechisch zu lernen. Ja? Und wir können nicht darüber hinwegsehen, dass der Satz, es gab schon immer Veränderungen, dass der auch genauso falsch wie richtig ist. Ray Kurzweil hat in einem seiner Bücher geschrieben, das ist einer dieser Silicon Valley-Denker, der hat in einem seiner Bücher herausgearbeitet, dass wir in dem vor uns liegenden Jahrhundert eine Veränderungsintensität haben werden wie in den gesamten 20.000 Jahren zuvor. Und das ist schon erheblich. Und was brauchen wir dann? Meine Antwort geht in die Richtung, wir brauchen das, was Menschen immer schon haben, Lernfähigkeit. Die Lernfähigkeit ist das Normale für Menschen. Die Menschen konnten immer schon lernen. Wie lange? Also 400.000 Jahre lang. Seit wann gibt es Schule? Etwa seit 4.000 Jahren. Flächendeckend noch keine 1.000 Jahre. Also wie ist das in unseren Köpfen entstanden, dass wir gesagt haben, damit Menschen lernen, brauchen sie unbedingt Lehrer. Es ist hochinteressant, sich das mal vom Wort her anzuschauen. Lehren und Lernen kommen aus dem gleichen Wortstamm. Es gibt aber Sprachen, die haben diese Unterscheidung zwischen Lehren und Lernen nicht. Das Altgriechische spricht von Didasken, das heißt sowohl Lernen wie Lehren. Da beschreibt dieses Wort genau das, was wir in der letzten Folie des Kollegen auch gesehen haben. Das gemeinsame sich bemühen um einen neuen Weg. Die Unterscheidung zwischen Coach und Coachee, zwischen Lehrer und Lerner und so, ist dann nicht in der Form wichtig, wie wir das so gewohnt sind zu denken. Die zweite Sprache ist das Schweizerdeutsche. Ich habe gesehen, es sind einige aus der Schweiz da. Da sagen die Kinder, ich bin verheiratet mit einer Schweizerin, deshalb weiß ich das, habe ich einen Informationsvorsprung, ich gehe in die Schule, um zu lehren. Habe ich immer gedacht, wie, habt ihr keinen Lehrer? Ja, ich ging in die Schule, um zu lehren. Hochinteressant, da verklebt uns die Sprache das, was wir denken können und das, was wir sehen können. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also Persönlichkeiten fördern, das ist der erste Punkt, den ich mit Ihnen mir ein bisschen genauer anschauen kann.
Und der zweite ist als Führungskraft Initiative ergreifen. Was heißt das eigentlich, wenn wir lernen, die Zukunft aktiv zu gestalten oder das Lernen der Zukunft aktiv gestalten, das Lernen der Mitarbeiter? Und der dritte Punkt, Anregung für den Führungsalltag. Sie können mir ja signalisieren, wie lange Sie überhaupt lauschen wollen und können. Wir können auch die Punkte 2 und 3 in einer Art Diskussion gerne machen. Damit komme ich mal zu dem ersten Punkt. Ach Gott im Himmel, so. Also, ja, ich habe Ihnen mal mitgebracht, was unser Hintergrundkonzept ist, von dem wir ausgehen, weil wir keine Katharianer sind, so, oder ich habe mich als solcher noch nicht wahrzunehmen gelernt. Wir arbeiten auf der Basis eines systemisch-konstruktivistischen Hintergrunds. Der hat viele wissenschaftliche Quellen. Eine habe ich schon genannt, das ist Gregory Bateson, bekannt ist Paul Watzlawick. In Deutschland sind es die Heidelberger Schulen der Systemik. Da geht es um die Frage, wie können wir denn Kontexte oder wie müssen wir Kontexte so verändern, damit Menschen sich verändern können. Man rückt relativ stark ab von der Vorstellung, ein Modell, ein Weg wird von Menschen sozusagen übernommen ins Gehirn. Sondern Menschen verhalten sich stets so, wie sie in den Möglichkeiten, in denen sie stehen, sich verhalten können. Und in den Diskussionen und Forschungen sind zwei Konzepte in den letzten Jahren ganz wichtig geworden. Wir haben die auch verstärkt mitgestaltet. Das eine ist das Beobachterkonzept, die Beobachterposition. Wir sind alle nur Beobachter, der Kollege genauso wie ich. Die Beobachter sind abhängig von dem, was sie für Beobachtungsorgane haben. Und wichtig ist in dem Zusammenhang der Satz, dass es mir so scheint, heißt nicht, dass es so ist. Das sollten Sie als Mantra immer sozusagen vor sich her sagen, wenn Sie wieder in so eine versteifte Wahrnehmung kommen. Die versteifte Wahrnehmung ist so ein Gefühl, ah, so muss es sein, ich habe doch recht. Dann kann man, wie ein Kollege von mir sagt, Fritz B. Simon, der sagt, mit diesem Streit um die Wirklichkeit beginnen Kriege. Aber eine gute Führungskraft ist ja daran interessiert, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Und deshalb müssen Führungskräfte das immer als Mantra sich sagen, dass es mir so scheint, heißt nicht, dass es so ist. Das ist ein Satz von Ludwig Wittgenstein. Und gute Führungskräfte gehen auch immer voran, das haben wir gesehen, sie müssen vorangehen, jetzt nicht so heroisch, also nicht mit geschwollener Brust, sondern eher normal, entspannt, aber vorangehen. Und dann gehen sie zwei Schritte zurück. Das ist die systemische Art der Bewegung. Wenn wir jetzt Zeit hätten, würden sich alle erheben und müssten das mal ein bisschen üben. Ja? Das ist die Bewegung der Echternacher Springprozession. Das ist ein Karnevalsumzug in Luxemburg. Zwei Schritte, geht der ganze Karnevalsumzug vier Schritte vor und zwei zurück oder drei zurück. Und in diesem Zurückgehen sagen wir uns, dass es mir so scheint, heißt nicht, dass es so ist. Dass es so. Und wir werden offen und anschlussfähig an die Vorstellungen, die da sonst noch so im Raum sind. Also das sollten Sie sich merken, Sie sollten nicht zu Ihrer Frau oder Ihrem Mann heute Abend sagen, Schatz, dass es dir so scheint, heißt nicht, dass es so ist. Das kommt nicht an, obwohl es stimmt. Und der zweite, ja, es stimmt genauso bei dem Gegenüber, wie es bei mir stimmt. Und deshalb hat ein Systemiker, den man heute nicht mehr so zitiert, weil der so ein bisschen arg dogmatisch geworden ist, der hat mal einen klugen Satz gesagt, der hat gesagt, die schönste Liebeserklärung zwischen Menschen ist, ich liebe dich mit allem, was mich treibt und was dich treibt. Wir kommen darauf noch zurück, sodass Sie dann auch was heute Abend gleich nutzen können in der Partnerschaft. Und der zweite Punkt, der ist schon angesprochen worden, das ist das, was Gerald Hüther die inneren Bilder nennt. Er hat auch ein Buch geschrieben, Die Macht der inneren Bilder. Die Macht der inneren Bilder, da würde ich mal eine spitze These in den Raum stellen, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen streiten können, die ist manchmal stärker als das wissenschaftlich exakte Denken. Ich folge nicht automatisch dem, was mir logisch erscheint und was mir die Wissenschaft da belegt hat, sondern ich folge dem, was ich aushalten kann, aufgrund meiner gefühlsmäßigen Gewohnheiten, meiner Art bisher zu leben, die Dinge zu sehen. Deshalb ist der zweite Satz ganz wichtig. Wir sehen die Welt so, wie wir sie aushalten können. Eine wichtige Frage für die Führungskräftequalifizierung bei allen Modellen und Schrittfolgen und Tools und so weiter ist deshalb unvermeidbar die Frage, was kannst du aushalten an dem, was du erwartest als Führungsperson? Wie hältst du die Welt aus? Wie erzeugst du dir die Welt mit deinen Bildern? Und sagst du deinen Mitarbeitern auch, tut mir leid.
Und da kommt ein zweiter wichtiger Slogan rein, der lautet: Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Das ist ein ganz schlauer Satz, leider nicht von mir. Bei Aeneis Nin, der Schriftstellerin, findet man den. Die hat ihn aber geklaut. Ich sehe die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie ich bin. Das ist ein Satz aus dem Talmud. Der Talmud ist eine frühjüdische Schrift. Schatz, ich sehe dich nicht so, wie du bist, sondern wie ich bin. Jetzt könnte man hier noch ein großes Fass aufmachen, dass die Hirnforscher uns darauf hinweisen, Wahrnehmung funktioniert so, dass ein Gegenüber, eine Situation kann das auch sein, mit der werde ich konfrontiert und in dem Moment tritt mein erinnertes Bild dazwischen. Der Gerhard Roth, ein Hirnforscher aus Bremen, spricht von der Illusion der falschen Ursachenzuschreibung. Ich könnte das jetzt auch an der Partnerschaft ein bisschen erläutern, das würde Sie alle fürchterlich desillusionieren. Sie treffen eine Frau, verlieben sich in die und dann sagen sie zu ihr: Schatz, du machst mir so gute Gefühle. Da sagt der Roth, das ist die Illusion der falschen Ursachenzuschreibung. Diese Gefühle, diese Fähigkeit, Situationen zu spüren, war in ihnen abschließend programmiert. Da streiten sich ein bisschen die Emotionsforscher, im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahre. Abschließend programmiert. Da kamen keine neuen Gefühlszustände dazu. Wir fühlen die Welt in Programmen, die wir schon entwickelt hatten als Männer, da war die Frau noch gar nicht geboren. Und trotzdem sagen wir: Schatz, du machst das. Das ist die Illusion der falschen Ursachenzuschreibung. Und ich würde empfehlen, dieses Kata-Modell, vielleicht ist es ja drin und ich kenne es nicht genug, würde ich empfehlen, um eine Unit zu erweitern, wo Führungskräfte zunächst mal lernen zu verstehen, wie ihre Wahrnehmung funktioniert. Gerald Hüther hat ein Buch geschrieben, das ist so eine Art Waschmaschine, eine Anleitung, wie man mit der Waschmaschine umgeht, aber nur im Sinne, wie man mit dem eigenen Gehirn umgeht. Wie gehe ich mit dem eigenen Gehirn um? Wie gehe ich mit den eigenen Emotionen um? Und das ist dann auch gut für Partnerschaften und so. Da kann man nämlich sagen: Schatz, jetzt lass mich mal gerade 10 Minuten noch in Ruhe, weil ich bin gerade immer noch in dieser Trance der Illusion der falschen Ursachenzuschreibung. Ja? Auf Pfälzisch würde man sagen: Jetzt lass mich noch mal 10 Minuten schmollen. Aber das macht man augenzwinkernd, nicht mit dieser Energie, weil du behandelst mich gerade ungerecht. Nein, man sieht, ich bin gerade wieder in diesem Film, wo ich mal wieder voll in mir aufnehme, diesen vertrauten Trank, werde wieder ungerecht behandelt. Keiner sieht mich, keiner liebt mich. Ja? So. Das ist unser Hintergrundkonzept. Es geht um Systemik, das ist ein kognitiv-emotionales In-Kontakt-Sein mit der Welt. Es geht um Haltung. Das ist die zentrale Frage, wie kann man Haltung entwickeln? Da weiß natürlich die Erwachsenenbildung sehr viel darüber. Und ich bin von Hause aus Erwachsenenbildungsforscher und Berufsbildungsforscher. Und die Berufsbildung weiß da seit den 80er Jahren in Deutschland auch sehr viel. In den 80er Jahren begannen die Industrieunternehmen in Deutschland festzustellen, das langt uns gar nicht, was ihr uns da liefert, so als Fachleute. Das langt uns nicht. Wir haben dann 5 ausgebildete Fachkräfte, das sind 5 Egoisten, die können gar nicht miteinander kooperieren, die können sich auch nicht richtig kritisieren lassen. Wir brauchen eine andere Art von Qualifikation. Damals sprach man von Schlüsselqualifikation. Ja? So, also das ist das Hintergrundkonzept. Und die Frage, die, denke ich, auch bei dem Kata-Modell irgendwo im Hintergrund steht, ist die Frage nach der Haltung. Wie entwickelt man Haltung? Ja? Und da die Gruppe im MIT, Peter Senge, Otto Scharmer und viele andere, die trauen sich, diesen Begriff der Achtsamkeit zu verwenden. Sie nennen das Presence. Und in den Konzepten tauchen diese Aspekte auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann. Wir müssen lernen, Techniken entwickeln, uns selbst reflexiv zu beobachten. Führungskräfte sind Menschen, die die Situation sehen, dabei auch auf die zugehen, aber sie haben nicht vergessen, immer 2 Schritte zurück. Aber während sie das tun, haben sie wie ein Echolot in ihrer eigenen Befindlichkeit hängen. Das kann man heute so weit treiben, dass sie auch mit Biofeedback-Verfahren sich sagen lassen, wie ihr körperlicher und hormoneller Zustand im Augenblick ist. Ich habe einen Kollegen in Zürich, der macht Coaching for Excellence, der arbeitet mit einem HeartSmart-Ansatz. Das hat was mit den Frequenzen zu tun. Und dann sehen die Führungskräfte im Augenblick, sind meine Kurven nicht im Einklang. Jetzt sollte ich besser nicht auf ihn treffen, auf den schwierigen Mitarbeiter oder sowas. Ja? Solche Sachen kann man auch durchaus zur Hilfe nehmen. Wir müssen, wo ist denn eigentlich das Salah? Hier. Erfahrungen
Was sind Erfahrungen? Etwas, worauf wir stolz sind, oder machen uns Erfahrungen blind? Wie können wir uns von Erfahrungen lösen? Das ist ein ursystemisches Teil, das kennen Sie zum Teil aus diesen Familienaufstellungen. Wir müssen die Erfahrungen, die wir mit Vater und Mutter und den ersten Partnern gemacht haben, die müssen wir erstmal entdramatisieren und sagen, okay, das sind halt nur Erfahrungen. Und dann gibt es Hilfestellungen systemischer Art, da haben wir viele Methoden in Kaiserslautern entwickelt und erprobt, wo Sie einfach Menschen dabei begleiten, dass sie mal die Situation von einer anderen Warte aus sehen, Perspektivenwechsel. Das geht zurück auf Virginia Satir und Moreno, die haben die Gestalt der Situation in den Blick genommen und haben sinngemäß gesagt, Professionals, also Führungskräfte, sind Menschen, die vielfältige Perspektiven einnehmen können. Es sind keine Menschen, die Recht haben. Peter Senge sagt das auch, der sagt, the voice of judgment ist das, was die Führungskräfte und damit die ganze Firma in den Abgrund führt. Also Gefühle, da müsste man einen eigenen Vortrag halten, habe ich ja schon einiges gesagt. Gefühle sind diese Gewissheiten, die uns anspringen und die unserem Eindruck eine Art Steife geben, sodass wir denken, so ist es. Umberto Maturana, ein chilenischer Konstruktivist, hat das eigentlich verboten, das Wort es ist so, das ist zu verwenden. Er schreibt das Wort Objektivität in Anführungszeichen. Die Systemiker sprechen nicht von Wahrnehmung, sondern von Wahrgebung. Gunnar Schmidt und andere. Das können Sie gut dann auch an sich ausprobieren. Gibt es hier im Raum jemanden, der nicht irgendwo noch eine offene... Wer hat keine offene Rechnung mit irgendwem noch offen? Oder wer hat keinen Menschen in seinem Leben, den er noch mal gern treffen würde und dann würde er ihm noch mal sagen... Wer hat sowas nicht? Sie können dann in meine Sprechstunde kommen. Ja, gut. Jetzt denken Sie mal alle an diesen Menschen... Und überlegen Sie mal, was Sie ihm sagen würden, wenn Sie das nächste Mal treffen. Also Ihre Ex-Frau oder Ex-Mann oder Ihren ehemaligen Chef oder weiß ich was. Und versuchen Sie mal, den Vorwurf für sich zu artikulieren, innerlich. Und leiten diesen Satz mal für sich ein. Ich nehme wahr, dass du ein intriganter Idiot bist oder sowas. Machen Sie das mal, ernsthaft. Und jetzt switchen Sie mal um und sagen Sie statt ich nehme wahr, ich gebe wahr, dass du mich nie geliebt hast. Oder ich gebe wahr, dass du ein schwieriger Mitarbeiter bist. Was passiert? Es löst sich ein bisschen auf. Ne? Es kommt von einem selber und es wird nicht. Die Verantwortung. Sie können gar nicht anders als die Verantwortung übernehmen. Und manchmal bleibt es einem schon im Hals stecken. Mir hat mal ein Lehrer gesagt, mit dem wir das gemacht haben, auf Pfälzisch hat er gesagt, ei, es macht nicht so viel Spaß. Ja, das Lamentieren und so, das macht ja Spaß. So, also mit diesen Aspekten, ich gucke immer da, also hier, er steht gerade davor, diese Aspekte, das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo auch Bücher und Untersuchungen zu existieren, dass der Musterbegriff Patterns of Interpretation, Patterns of Orientation und so, das ist einer, der kommt schon von Gregory Bateson. Der hat immer gesagt, entscheidend ist, wir müssen in unserer Biografie letztlich auch die verbindenden Muster entdecken, wo wir berechenbar bleiben, wo wir zwar ständig uns mit neuen Frauen verheiraten, aber genauso unglücklich sind wie vorher. Eine Therapeutin hat mir mal erzählt, mit der ich befreundet bin, sagt sie, du glaubst es nicht, da sitzen die Männer nach der dritten Scheidung bei mir in der Praxis und es kommt wortgleich das gleiche Lamento wie bei der Scheidung davor. Ja, und wir begleiten in vielen Maßnahmen auch Führungskräfte in diesem Rückwärts, in dem Krebsgang, dass sie uns von ihren Niederlagen erzählen, von ihren Konflikten. Und da trösten wir sie nicht und sagen, ach, ist dir Unrecht geschehen, sondern wir führen sie daran, dass sie erkennen, wie sie das organisiert haben. Und in guten Situationen werden die ganz traurig, weil plötzlich erkennen sie, was sie auch anderen angetan haben. Jetzt nicht als Vorwurf zu verstehen, sondern als Erkenntnis. Und dann der Reifungsschritt in der systemischen Führungskräftequalifizierung ist, dass man sie dabei begleitet, zu anderen Menschen zu gehen und nochmal das Gespräch aufzunehmen. Ein kleines bisschen orientiert uns auch dieses Konzept der transformationalen Führung, Transformative Leadership. Wir begleiten einen großen Konzern, dessen Name ich hier nicht erwähnen darf, der kommt gleich vor, der dieses Konzept zugrunde legt. Management by Exceptions. Als Führungskraft greife ich ein, wenn irgendwas nicht läuft. Das ist Bernard Bass und Bruce Arroyo.
Ein erster Fortschritt ist transaktionale Führung. Ich beherrsche Tools, ich verfüge über Tools. Ich bin todsicher, dass dieses Projekt, was wir hier haben, Kata, dass das nicht nur auf dieser Ebene sich abbildet. Weil man hat, also es ist nicht nur ein Toolkasten, obwohl es, wenn man so von außen reinkommt, sieht es als erstes so aus. Sie haben sogar Täschchen, da sind noch Tools drin und so. Ja? Bin aber ganz sicher, das ist ein Fehleindruck, weil man kann Folgendes sagen. Es ist total gut, wenn man von Management by Exception weiterschreitet zur transaktionalen Führung. Wir haben Masterprogramme für Schulleiterinnen und Schulleiter. Natürlich müssen die das lernen, wie man führt, Projektmanagement, Zielvereinbarung, Mitarbeitergespräche, alles Mögliche. Aber man hat festgestellt in vielen Forschungen, es gibt viele Unternehmen, die haben das, die sind auf dieser Stufe und trotzdem läuft es nicht gut. Und jetzt habe ich so herausgelesen aus den Papers, da ist ja auch immer von Haltung die Rede und so weiter, da bin ich sicher, da sind sie auf dieser Ebene, weil es geht auch um so Aspekte wie Bewunderung, Vertrauen erwerben, vor allen Dingen Vertrauen erwerben, Herausforderungen Sinn vermitteln, zur Kreativität anregen und jetzt kommt es, persönliches Wachstum fördern. Ich führe meine Mitarbeiter, indem ich ihr persönliches Wachstum fördere. Es erinnert mich fast an viele Definitionen über die Liebe von Erich Fromm und anderen, die haben gesagt, Liebe ist, sich für das Wachstum einer anderen Person zu interessieren und zu engagieren. Und das wird Sie jetzt vielleicht verwundern, was soll ich als Führungskraft hier mit Liebe? Die Antwort geht in die Richtung, das ist einem Pädagogen durchaus vertraut, das hat Pestalozzi schon gesagt, man kann eigentlich nur Menschen führen, die man liebt, an deren Wachstum man interessiert ist. Also wenn einer hier im Raum ist, der seine Mitarbeiter nicht mehr sehen kann, der die verachtet. Es gibt vereinzelt Hochschullehrer, die ihre Studenten verachten. Nicht in Kaiserslautern, an anderen Universitäten. Ja? Die können die eigentlich. Ja? Es gibt Kollegen, die denken, also soll ich mich jetzt wirklich mit denen abgeben? Die haben ja gar nicht die Voraussetzungen. Ja? Solche Menschen sind nicht geeignet als Führungskräfte, nicht als Professoren, nicht als Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen die Menschen in diesem Sinne lieben, für sie an ihnen interessiert sein. Und ich habe Ihnen mal einen mitgebracht, jetzt kommt es allmählich raus, um welchen Konzern es sich handelt. Den kennen Sie alle aus dem Fernsehen. Das ist ein Mann, der mich auch sehr beeindruckt, der das Konzept der transformationalen Führung für mich überzeugend lebt. Sie kennen ihn aus den nicht enden wollenden Tarifverhandlungen mit der GDL. Das ist Herr Weber vom Bahnkonzern. Der hat in der Süddeutschen Zeitung Folgendes gesagt. Sein Leitkonzept ist als oberster Personalchef, Kern der Zufriedenheit ist doch die Sehnsucht eines jeden, dazu zu gehören. Ich werde in meiner Persönlichkeit wahrgenommen. Mein Chef weiß um meinen Beitrag. Ich möchte die Rahmenbedingungen in diesem Konzern so setzen, dass jeder sich mit seiner Aufgabe identifizieren kann. Niemand soll hier morgens mit Bauchschmerzen reinkommen und niemand soll abends mit Bauchschmerzen nach Hause gehen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wir bewegen uns. Bewegt ihr euch gefälligst auch, sonst bewegt sich am Ende nichts. Aber der entscheidende ist dieser erste Satz. Wir bewegen uns. Und das ist jetzt der dritte oder vierte Leitsatz, den ich Ihnen mitgebe. Ich habe ja vorhin gefragt, wer hat schon mal ein Kind erfolgreich erzogen? Wer hat seine Partnerin schon verändert? Wer hat ein komplexes System verändert? Und die Antwort ist, das geht gar nicht. Das würden die systemischen Forscher sagen, die könnte ich Ihnen namentlich nennen. Einige habe ich genannt. Im MIT in Boston gibt es viele, die diesen systemischen Ansatz haben, die auch von einer Necessary Revolution sprechen, von Presence und Necessary Revolution in dem Sinne, dass wir unsere mentalen Modelle verändern müssen. Wir als Führungskräfte müssen das verändern. Aber man kann auch Helmut Wilke nehmen, der in Friedrichshafen lehrt, einen Schüler von Niklas Luhmann, der hat folgenden Satz gesagt. Wenn du veränderst als Führungskraft, verändert sich nichts. Denn jede Veränderung muss eine Selbstveränderung sein. In dem Sinne, dass ich zwei Schritte zurückgehe, dass ich mal eine andere Perspektive aufnehme. Wir machen viele solche systemischen Übungen mit Führungskräften, wo wir sie auf eine andere Position führen. Ja? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, Führungskräfte sehen sich immer in dem Segment aktiv und führend. Wir führen sie oder laden sie ein, mal in das Segment zu gehen, passiv geführt. Ja? Weil das taucht ja vorhin auch so auf. Als Führungskräfte sind wir für die langfristige Sicherung des Systems zuständig. Und das setzt voraus, dass wir rechtzeitig auch aus der aktiv führenden Rolle uns zurückziehen und jemand anderen aufbauen und dahin lassen. Ich versuche das gerade, ich bin jetzt über 60,
ich bereite für meine Nachfolge zwei Juniorprofessoren vor und versuche da alles im systemischen Sinne richtig zu machen. Und mir passiert es durchaus auch, dass manchmal in mir eine Stimme ruft, Mensch, die machen das falsch. Warum haben die mich da nicht gefragt? Ja? Und dann gehe ich und mache mein Mantra und dann freut man sich an der Lebendigkeit, die dadurch fortbestehen kann, weil ich vielfältiger geworden bin. Und wenn wir nicht vielfältiger werden, dann bleiben wir, Gegenteil von Vielfalt, einfältig. Ja? Einfältig. Wir brauchen also dieses Open-Minded und das ist im Grunde genommen der Kern jeder Führungskräftequalifizierung. So, ich habe ja gesagt, ich mache den ersten Punkt und den zweiten und dritten können wir so ein bisschen diskutieren oder ich zeige Ihnen, was Ihnen entginge. Ja? Das hier zum Beispiel, da gebe ich nur mal so ein paar Blitzlichter rein. Wo lernen wir führen und geführt werden? Im Elternhaus, Schule und so weiter. Ja? Schon sehr früh, sehr zum Leidwesen vieler Führungskräfte sind die Führungsfähigkeiten, wie ich führen, aushalten kann oder geführt werden, das ist ganz früh emotional programmiert. Das ist ein wichtiger Hinweis, auch für ihr Modell. Das heißt nicht, dass eine Führungskraft nicht nachher noch was lernen kann, aber in Drucksituationen kommen die alten Muster durch. Wie gehen wir damit um? Ja? Ist die Form, dass ich Kata-Spezialist bin, ich ärgere Sie jetzt mal ein bisschen, ja? Ist das nur eine neue Form zu dominieren gegenüber den Nicht-Kata-Spezialisten? Ich rede jetzt natürlich auch wieder von anderen Kata-Spezialisten. So. Das sollte man mal gucken. Ja? Also noch bei dieser Abbildung, man kann sagen, dass 70% der Vorlesungen an technischen Universitäten frontalunterrichtlich sind. Was ist da für ein Selbstwirksamkeitserleben für die Studierenden mit verbunden? Die setzen sich hin, Gehirn geht auf Sleep-Modus und halten das für eine sinnvolle Erfahrung. Wir haben ja, ich habe das ja schon erwähnt, wir haben in Kaiserslautern ja andere Ansätze. Zu denen gehört auch, dass ich Studenten gezielt aus der Vorlesung treibe. So mache ich die zum Beispiel ganz früh morgens um 8. Kommen die trotzdem. Ja. Oder das ist ein Habitus, den die haben. Die haben den Habitus, ich setze mich mal hin und höre. Die sind sowas von entfremdet gegenüber ihren eigenen Lernfähigkeiten und dieses wissenschaftliche Denkvermögen, was sie ja hier auch stärken wollen, das hat was mit eigener Lernbewegung zu tun. Wie rempeln wir die los? Das ist die Frage. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das ist der Gary Hamel, den Sie vielleicht kennen, der auch gesagt hat, um ein Unternehmen wirklich voranbringen zu können, müssen wir die geerbten Überzeugungen der Leute, der Führungskräfte und so weiter überwinden. Ich möchte mal einen Punkt machen, damit wir noch ein bisschen diskutieren können, mit Karl Marx. Ja? Den durfte man ja viele Jahre nicht zitieren. Ich zitiere ihn jetzt, der soll nach dem Zusammenbruch des Ostblocks Folgendes gesagt haben. Sorry guys, it was just an idea. Ja? Und ich wünsche mir immer noch von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass die mir mal ein Bild machen, wo eine Art Kippbild entsteht, ja? Damit wir uns das mal klar machen, was das heißt. Wir sind beherrscht von irgendwelchen, wie soll man sagen, Schnapsideen. Die eine Schnapsidee wurde ja jetzt schon erwähnt von Karl Marx. Das Beste ist die zentrale Steuerung und die Verstaatlichung von Produktionsmitteln. Aber bleiben wir mal in der Didaktik. Das Beste, was einem Lernenden passieren kann, ist, dass der Inhalt optimal aufbereitet wird, der Content. Dass der sogar in Modulhandbücher gegossen wird. Die sind manchmal so dick beim Studiengang, ja? Dann lernen die Studierenden auch, die lesen genau, ob der Professor auch nichts anderes macht, als da drin steht. Woher kommt das? Von Wolfgang Klafki, einem Didaktiker aus Marburg. Der Wolfgang Klafki, der wird in allen Lehrerbildungstrainings erwähnt, der bestimmt die deutsche Pädagogik bis hinein in die Hochschulpädagogik. Der hat Folgendes gesagt. Richtig hat er gesagt, jede Lehr-Lern-Situation besteht aus Zielen, Inhalten, Methoden und Medien. Das sagen alle Didaktiker. Und die zu arrangieren, das ist Lernen oder Lehr-Lern-Prozesse. Aber dann hat er weiter gesagt, aber der Inhalt hat einen Primat. Seit wann hat er das? Das hat er schon immer gehabt. Der war nämlich Assistent bei Erich Weniger. Der hatte das auch schon. Können wir uns weiter auf den Inhalt konzentrieren, wenn der Inhalt dieser rasanten Veränderung unterliegt? Meine Informatikerkollegen sagen mir, sie wissen auch nicht, was sie machen sollen.
wenn sie drei Semester gelehrt hat, ist die Hälfte dessen, was sie da vermittelt haben, obsolet. Obsolet heißt so viel wie gegenstandslos. Also, Wolfgang Klafki, wir drücken auf den Knopf, wir sehen Wolfgang Klafki. Der Inhalt ist das Wichtigste im Lernprozess. Sorry guys, it's just an idea. Oder Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt hat gesagt, das hat übrigens nur Wilhelm von Humboldt gesagt, das verstehen Amerikaner schon nicht richtig. Der hat gesagt, es gibt zwei Arten von Bildung. Die eine Bildung, das ist die klassische Bildung. Das ist eine Bildung, die ist frei von Zwecken. Und die andere, das ist die Berufsbildung, die ist zweckorientiert. Und alles, was zweckorientiert ist, wo der Jugendliche etwas lernt, was er unmittelbar gebrauchen kann, das verzweckt das Subjekt und ist schädlich, ist keine Bildung. Das ist Erziehung zur Bestialität. Deshalb ist es immer besser, man schickt sein eigenes Kind auf ein Gymnasium, auch wenn es da Zeug lernt, was es echt nicht gebrauchen kann. Seit wann hat er das? Gibt es da Forschung, die das belegen? Nö. Das war nur so eine Idee. Ja? Die Idee, kann ich Ihnen sagen, es würde jetzt aber zu weit führen, hat was mit der Ungleichheit in Deutschland zu tun. Die bürgerlichen Kreise wollten ihre Kinder unterscheiden von den Arbeiterkindern. Deshalb hat man diese zwei Arten von Bildung sich ausgedacht. Und ein hessischer Kultusminister hat das mal schön auf den Punkt gebracht, diese Schnapsidee. Damit schließe ich mal. Ich merke diese körperliche Anspannung in Ihnen. Ja. Der ist beim hessischen Elternverein aufgetreten, als der Kampf um die Gesamtschule in Hessen tobte, und hat gesagt, okay, hessischer Elternverein war konservativ, wollte das Gymnasium erhalten. Er sagt, okay, ich stimme Ihnen zu. Das Gymnasium ist nur für die ganz besonders begabten Kinder und meine eigenen. So, vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ich habe gemerkt, dass wir müssen viel mehr den Austausch so mit anderen Disziplinen auch suchen, weil es sehr, sehr inspirierend mal aus so der klassischen Denkschiene, die wir haben, rauszukommen und Input von anderen Disziplinen zu bekommen. Und da gibt es in der Tat sehr große Anknüpfungspunkte. Bei uns geht es auch um Lernen. Ja? Wie kann ich den Lern- und Entwicklungsprozess eines Mitarbeiters fördern? Und vielleicht für Sie noch zur Klärung, was wir unter wissenschaftlicher Denkweise verstehen, ist nicht so hochwissenschaftlich, sondern das heißt für uns einfach nur nach Deming, Plan, Do, Check, Act. Ja, ein Lernzyklus, und das ist, was wir als wissenschaftliche Denkweise bezeichnen. Hypothesen aufstellen, Experimente machen, schauen, was wir daraus gelernt haben. Also das ist nicht so hochwissenschaftlich, aber für mich war es unglaublich inspirierend, viele neue Denkansätze von außen, die uns auch unserer Verbesserungs- und Coaching-Charta weiterbringen können. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten für Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit, bitte die Hand heben. Ja, Carsten, wir fangen mal bei dir an. Wart bitte kurz, bis das Mikrofon bei dir ist. Ja, es gab diese Stelle in Ihrem Vortrag, wo Sie die Frage gestellt haben, wie können wir denn dieses Verhalten losruckeln oder so ähnlich. Ne? Wenn ich da jetzt mehr darüber wissen wollte, also wo müsste ich denn hingehen? Oder hätten Sie jetzt einen Tipp da irgendwie parat? Wir haben einfach mal, ich wollte noch meine Werbefolie aufrufen, da haben die das abgeschaltet. Ach so. Ja, dann könnte ich Ihnen Können wir die Werbefolie mal, vielleicht noch mal ganz kurz Die letzte Folie noch einblenden. Mal auflegen. Also es gibt natürlich unzählige Bücher, aber wir machen auch Trainingsseminare, die dann anders sind, als man sich so ein Seminar vorstellt. Und dieses Anderssein eines Seminars, das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Da könnte ich Ihnen jetzt einen langen Vortrag halten darüber, wie die Erwachsenenbildung und Weiterbildung entstanden ist in Zeiten der Arbeiterbewegung im letzten Jahrhundert. Das war nie eine Form des Lernens, die man vergleichen kann mit dem, was in der Schule stattfindet. Das war immer schon teilnehmerorientiert, aktivierend, den Erwachsenen auf Augenhöhe begegnen, Lernprozesse wie auch nicht zu dominieren, sondern zu ermöglichen. Dieses Facilitating-Denken ist in der deutschen Erwachsenenbildung, in der amerikanischen, überhaupt ganz stark verbreitet. Wir brauchen mehr von dem. Das kann im Zweifelsfall, ist das dann konkret so, wir machen einmal im Jahr so eine Führungskräfte-Seminarkette da im Eigental in der Schweiz. Da kommen die Führungskräfte hin und kriegen nicht vorher ein geschlossenes Curriculum. Sondern es geht darum, an ihren Erfahrungen zu arbeiten, an den Situationen, die Emotionsebene immer mitzubringen, weil Kompetenzen entwickeln sich nicht durch Einsicht, das wurde vorhin auch schon gesagt, sondern durch emotionale Labilisierung. Das ist auch nochmal ein Gedanke, zu dem konnte ich gar nicht kommen. Und da sind wir natürlich
als Hochschulen besonders schlecht, ja, Leute emotional zu labilisieren. Aber das kann man machen durch Musik, durch sich selbst öffnen, durch Beziehung, in Beziehung gehen mit den Leuten. Da können sie emotional labilisieren. Jetzt nicht so in dem Sinne, dass die sich alle weinend in den Armen liegen. Das ist nicht gemeint. Ja? Das ist gemeint, dass die einfach sich, dass sie so viel Vertrauen haben, dass die sich trauen, auch mal etwas zu tun, was sie sich sonst nicht trauen. Das ist der Punkt. Das ist übrigens generell wichtig für Führungskräfteentwicklung, aber auch und gerade für den Umgang mit sogenannten schwierigen Schülern in Schulkontexten. Ja? Oder Schüler, die uns abdriften in die Radikalisierung. Die, hinter jedem rechtsextremen Jugendlichen steckt ein Schicksal, dass er nie die Gelegenheit hatte, sich wirklich eine Resonanz zu spüren. Deshalb sucht er sich Gruppen, wo er Resonanz spürt. Das ist in Frankreich übrigens genau dasselbe. Nicht von ungefähr kommen diese Leute, die wir ja auch haben im Kern, die kommen aus randständigen, marginalisierten Bereichen. Das soll jetzt nicht entschuldigen, sondern es soll verstehen helfen. Und wir müssen verstehen, um das überhaupt beherrschen zu können. So. Wunderbar. Carsten, ich denke, die Frage ist sehr umfassend beantwortet worden. Haben wir noch eine zweite Frage hier im Raum? Sieht so aus, als wäre der Drang nach Kaffee sehr groß geworden. Dann, das ist jetzt eine Interpretation Ihrer Kognition. Moment. Ich habe das gelernt. Darf ich mich noch kurz der Illusion der falschen Ursachenzuschreibung widmen? Also ich bin lernfähig, ich versuche es zumindest zu sein. Wunderbar. Wie würden Sie das interpretieren? Die Leute trauen sich nicht, oder? Dass sie jetzt keine Fragen mehr stellen. Wenn ich würde es so interpretieren, dass man einfach nicht genügend wartet. Okay. Und das verstehe ich natürlich, weil Sie haben ja im Hintergrund, ich will es mal so nennen, so eine curriculare Entschlossenheit. Sie wollen das Programm, das als Input vorbereitet war, das wollen Sie ja auch im Zeittakt abspulen. Das verstehe ich ja. Nein, nein, ich hatte eher im Hintergrund, dass Sie um 10.30 Uhr Ihr Taxi erreichen möchten. Ja, das stimmt. Das ist jetzt nicht fair, dass Sie das ansprechen. Nicht. Okay. Gut. Okay, also dann üben wir das mal. Hat jemand noch Fragen? Vielleicht mal die letzte Folie nur noch auflegen, da sind die Bücher drin, das genau. Würde ich toll Kriegen finden. Kriegen wir das hin mit der Präsentation? Durch Fernsteuerung, so. Jetzt. Oh, jetzt geht er. Ich meine, das werde ich alles können ja, Sie können jetzt sich sammeln und überlegen, ob Sie noch eine Frage stellen möchten. Ja. Jetzt haben wir gleich zu viele. Ja. Ja, ich kann nicht sammeln. Frau Alusch, bitteschön. Ja. Ich bin Geschäftsführerin einer Bildungseinrichtung und Sie sprachen gerade von schwierigen Jugendlichen, ja. Die sich möglicherweise ja. Nicht trauen, ihre Emotionen, ihre Probleme jemandem mitzuteilen. Hm. Ich habe in der Tat dieses Problem. Wir haben einen sehr hohen Migrationsanteil bei uns unter den Jugendlichen, die in der Ausbildung sind. Und wie bringe ich dann aber die Ausbilder dazu, die Meister, dass sie genau dieses tun, das kann ich einfach nicht, ich schaffe es nicht, sage ja. Ich ganz deutlich. Mhm. Weil die Meister der Meinung sind, die müssen hier lernen, das sind Auszubildende und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also das, was so früher gängig war. Das, die mentalen Modelle schlagen zu, ja. Genau. Also ich kann euch das auch nicht in einem Satz sagen. Ich könnte zum Beispiel sagen, schicken Sie die einfach nach Kaiserslautern, dann sollen die da. Nein, es geht nach meiner Erfahrung über eine Qualifizierung von diesen Menschen. Und es geht vor allen Dingen auch dann, wenn ich das mal so sagen darf, dass Sie mal Ihre Interpretation, die Sie gerade von sich gegeben haben, dass Sie da mal zwei Schritte zurückgehen. Das ist, und sagen Sie sich, dass mir so scheint, heißt nicht, dass es so ist. Ja. Ich sage das als jemand, dem das auch ständig passiert. Ich habe auch meine Interpretation über meine Kollegen, wenn Sie die wüssten. Ständig Veränderung, Entwicklung, Change passiert nur durch diese Bewegung. Ja? Das ist auch international. Wenn Hillary Clinton sagt, Putin erinnert sie an Hitler, dann kann man sie fragen, seit wann hast du das? Seit wann hast du das? Und hilft diese Äußerung oder legt sie dich fest in deiner Wahrgebung? Antwort ja. Hillary Clinton braucht ein intensives Coaching und muss zwei Schritte zurückgehen. Frank-Walter Steinmeier ist richtig gut in diesen Prozessen, wenn Sie das mal so beobachten. Ja? Den werden Sie nie hören, dass der sagt, der ist wie Hitler. Also das ist der, wenn du veränderst, verändert sich nichts. Jede Veränderung ist eine Selbstveränderung. Das gilt ärgerlicherweise auch für mich. Ich dachte immer, das gilt nur für die anderen. Ja.
Okay, wunderbar. Jetzt haben wir auch die letzte Folie. Ja, das, ist das da, die Sie das war wollten? Mir, ja, das lag mir noch am Herzen. Ja, wunderbar, das haben wir jetzt zum Abschluss für Sie nochmal geschafft. Jetzt, hier vorne war noch eine Frage. Warten Sie ganz kurz, bis das Mikro bis. Ich gebe Ihnen einfach meins. Wir haben eben davon gesprochen, dass bei, unter Druck bei Führungskräften auch eben alte Muster wieder nach oben kommen und dass das eigentlich auch eine Schlüsselsache ist, um mit der Kata arbeiten zu können. Wir wollen ja mit der Coaching-Kata auch neue Führungsmethoden entwickeln. Wie geht man denn damit, also wie würden Sie praktisch damit umgehen, wenn man jetzt auch so eine Führungskraft Kraft trifft, wo eben diese alten Muster nach oben kommen? Weil man ja als Berater, vor allem aus dem, wenn man auch als Berater im Kata-Bereich arbeitet, nicht unbedingt die Zustimmung von der Person hat, das eigentlich benennen zu dürfen. Wie bringen Sie sowas dann an, dass die Person schon fast in therapeutisch. Schwierige Frage. Also ich denke, in der Kata-Logik, wenn Sie mal unsere Sachen so ein bisschen anschauen, da sind Tools drin. Wir gelten als Tooligans. Ja, das sind aber Reflexionstools. Das sind Tools, die wie Sandpapier jemanden die Möglichkeit geben, sich ganz alleine damit auseinanderzusetzen. Ja, zum Beispiel dieses Buch ist ein Dialog, wie schriftstellerischer Briefwechsel. Und hinten sind ganz viele Tools, wo eine Führungskraft sich selbst damit auseinandersetzen kann. Einige Führungskräfte sagen, das geht am besten, wenn wir das so in Dreiergruppen machen. Dann haben sie auch nicht den Effekt, dass sie sagen müssen, du solltest dich mal da behandeln lassen oder so. Ja? Als Führungskraft würde ich sowieso davon abraten, solche Art von Interventionen zu geben. Ja, ich würde nur sagen, es müsste oder sollte oder könnte in Qualifizierungsprozessen, die auch kontinuierlich sein können, Coaching-Prozessen, sollte das Thema sein. Führungskräfte brauchen regelmäßige Supervisions- und Coaching-Prozesse, weil sie immer wieder in diese Bescheidwisserei fallen. Das geht mir auch so. Und ich leite ja auch eine große Institution und meinem Geschäftsführer gönne ich, der darf, wann er will, zu einem Coach fahren, mit dem er der ist auch selbst kognitiv soweit, das ist übrigens Teil des wissenschaftlichen Denkens, dass ich darauf achte, wann spuckt mir wieder meine Emotion in die Suppe meiner Wahrnehmung. Das war jetzt kein ganz gutes Bild, aber Sie verstehen, ja. Und dem fällt das auf. Und dann sagt er, okay, dann gehe ich mal wieder zu dem Kollegen XY. Weil, um abschließend vielleicht das zu sagen, Paul Watzlawick hat mal gesagt, er hat es gut auf den Punkt gebracht, was leistet Therapie oder Reflexion? Der sagt, der Therapeut, der Begleiter, spuckt uns in die Suppe. So bin ich drauf gekommen, ja. Wir können sie dann zwar weiter essen, aber sie schmeckt nicht mehr so wie vorher. Diesen Effekt müssen wir irgendwie organisieren. So.